viel Praxiserfahrung zu sammeln, auch während dem Studium, also frühzeitig sich um Praktika- oder Werkstudententätigkeiten kümmern. Angehenden Azubis und Studenten würde ich an die Hand geben, aus meiner Erfahrung, dass nach dem Studium oder nach der Ausbildung allein nicht das Ziel erreicht ist. Man hat viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten und ja, kann sich permanent neu orientieren. Man darf sich nie Druck machen, seinen eigenen Weg zu finden und auch man muss Mut haben, neue Wege einzuschlagen. Man darf sich nicht vom Weg abbringen lassen, wenn dieser mal eine andere Richtung einschlägt. An die Hand gehen würde ich vor allem, sich zu überlegen, was sind meine Stärken und darauf aufbauen, sich zu überlegen, wofür kann ich mich begeistern und danach den ersten Schritt, den beruflichen Schritt auswählen. Und im Anschluss natürlich hilft auch Offenheit und Lernbereitschaft, um am Ball zu bleiben. Fragt, wenn ihr Fragen habt. Niemand beißt, nur wenn ihr fragt, könnt ihr was lernen. Und jedem wird hier geholfen und den Start so gut wie möglich. Dass man herausfinden sollte, wo die Stärken liegen und auch sich versuchen, in nichts reinzuzwängen, wirklich herausfinden, wo liegen die Stärken, was macht einem Spaß. Augen und Ohren offen halten, Wissen aufsaugen, immer einen Schritt weiter vorausdenken. Kurz und knapp, bei Montabo stehen dir ganz viele Wege offen.